Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martina Weiblen. Ich bin Heilpraktikerin auf dem Gebiet der Psychotherapie. Heute möchte ich über Verlassenheitsängste sprechen. Ich kenne es aus meiner Praxis, dass Verlassenheitsängste für meine Klienten oft das Allerschlimmste ist, was sie erleben. Natürlich sind auch Panikattacken, Panikstörungen oder irgendwelche anderen Ängste ganz arg schlimm und bedrohlich, dass man vielleicht wirklich das Gefühl hat, ich habe jetzt Todesangst, jetzt hat mein letztes Stündchen geschlagen. Aber viele Menschen haben Verlassenheitsängste und Erwachsene trauen sich oft nicht darüber zu sprechen, weil sie denken, sowas ist nicht erwachsen, sowas haben Kinder. Und im Grunde genommen ist es genau richtig. Das ist etwas, was ihr inneres Kind erlebt. Das ist nichts, was sie als Erwachsener so haben, weil sie als Erwachsener wissen, sie können auch alleine überleben, sie können für sich selber sorgen. Verlassenheitsängste hat wirklich ein Kind, das zu 100% auf seine Bezugspersonen angewiesen ist, das verloren ist, wenn es verlassen wird. Und wie es zu diesen Ängsten kommt, kann man oft nicht mit einem Ereignis oder einem Erlebnis erklären, sondern manchmal ist es so, dass sie sich als Kind, obwohl ihre Eltern da waren, verlassen gefühlt haben. Dass ihre Mutter vielleicht sogar im Raum war oder in der Küche und trotzdem hatten sie das Gefühl, dass die Bindung nicht da ist, dass die Sicherheit nicht da ist, dass sie sich nicht darauf verlassen können, dass ihre Mutter oder auch ihr Vater für sie dann da ist, wenn sie denjenigen wirklich brauchen, wenn sie emotionale Not haben, wenn sie Gefühle haben, sie brauchen jetzt Trost oder sie fühlen sich gerade verloren oder alleine. Nicht alle Eltern ist es möglich, das wirklich zu verstehen und da auf ihre Kinder einzugehen. Vielleicht hatten sie wirklich Erlebnisse, wo für sie diese emotionale Bindung unterbrochen wurde. Das heißt nicht immer, dass sie allein gelassen wurden in der Wohnung oder dass sie stundenlang irgendwo alleine waren, sondern oft sind es einfach Gefühle, die ein Kind hat. Das Gefühl, verlassen und verloren zu sein. Da ist niemand, dem sie sich anvertrauen können. Da ist niemand, bei dem sie Geborgenheit und Halt finden. Und das ist so ein bedrohliches Erlebnis für ein Kind, dass sie das ganz sicher nicht verarbeiten konnten. Und wenn sie zum Beispiel in einer Liebesbeziehung erleben, dass sie Angst haben, der andere könnte sie nicht mehr lieben oder verlassen, dann kann das alles, also man nennt es, angetriggert werden und sich in Form von ganz massiven Emotionen zeigen. Es gibt aber zu allem eine gute Nachricht. Wenn man auf die Ebene des inneren Kindes geht, wie ich auch schon in einem anderen Video erklärt habe, und versteht, wodurch fühlt sich denn ihr inneres Kind so verloren und verlassen? Und welche Zuwendung würde ihm jetzt am besten tun, würde ihm dabei helfen, diese Ängste zu überwinden, dann ist es doch möglich, mit einer ganz sanften Methode und einfach Schritt für Schritt diese Verlassenheitsängste zu überwinden. Die werden dann immer schwächer und irgendwann mal spielen sie nimmer so eine wichtige Rolle in ihrem Leben. Und auf jeden Fall findet es meiner Meinung nach nur über die Heilung des inneren Kindes statt. Alles andere kann sein, dass es nicht nachhaltig so eine Wirkung zeigt.
Also, ich wünsche Ihnen ganz viel Mut, das mal anzupacken und sich dem zu widmen, was Ihr inneres Kind braucht und Ihnen sagen möchte. Ihre Martina Weiblen.